Willkommen zu einer neuen Folge Chemistry. Ja, wir machen mal wieder die 5 auf die Uhr. Das lameste Gangzeichen der Welt. Yo. Yo, yo, yo. Ja, 500 of Science. Und worum geht's? Um Tetraeder. Tetraeder, ja. Ich starte mal den Timer. Do it. Diesmal nicht vergessen. Ja, Tetraeder. Im Prinzip der kleine Bruder der Pyramide. Ja, geometrische Form. Genau, dreidimensional. Ja. Ihr könnt sogar, wenn ihr im Ruhrgebiet wohnt, da steht so ein Ding rum auf einer ehemaligen, also so eine Abraumhalde. Ah. Da haben sie so einen riesigen Tetraeder aus Stahl gebaut. Kannst du drauf rumhüpfen. Ach, wusste ich nicht. Wir haben es gelernt. Siehst du mal? Du kommst ja auch aus Aachen, ich komme. Ja, gut. Trottkind. Ein Tetraeder ist im Prinzip eine Pyramide mit einer Dreiecksgrundfläche. So, warum reden wir hier bei Chemistry über Tetraeder? Weil wir Pyramiden mögen. Genau, das war's. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Nein, ganz einfach, weil das so die naheliegendste bzw. die logische Form ist, die halt ein Molekül mit 4 Abzweigungen einnimmt. Da ist ja, das Wort. Genau. Es ist so ein bisschen so der gedankliche Sprung vom 2- zum 3-dimensionalen. Ja. Weil ihr müsst euch überlegen, wenn wir jetzt zum Beispiel Moleküle wie Methan, CH4, Kohlenstoff in der Mitte, 4 Wasserstoffe, die abgehen. Und wir sagen immer, wenn wir Moleküle zeichnen und so ein bisschen uns die Geometrie anschauen wollen, guckt, dass die den größtmöglichen Abstand voneinander haben, in dem Fall die abstehenden Wasserstoffe. So, im zweidimensionalen naheliegend. Easy peasy, machen wir ein Kreuz hin, genau, mit rechten Winkeln. Spannt quasi ein Quadrat auf, wenn die Bindungslängen alle gleich sind. Ja, weiter kriegt man die nicht auseinander. Nee, aber, also 90 Grad Winkel. Genau. So, jetzt bin ich aber nicht im zweidimensionalen, unsere Welt ist dreidimensional. Jetzt wird's tricky. Ja. Das heißt, wir haben noch 2 Raumachsen, die wir ausnutzen können. Dann spannen wir einen Tetraeder auf. Ja, beim Tetraeder könnt ihr euch vorstellen, Kohlenstoff in der Mitte und die Ecken sind dann jeweils der Wasserstoff. Das ist der maximal mögliche Abstand im dreidimensionalen mit 109,5 irgendwas Grad. Ja. Deswegen ist Tetraeder so wichtig. Ja, weil es auch einfach günstig ist, wenn die möglichst weit voneinander entfernt sind, die Dinge, die da dran hängen an diesen 4 Bindungen. Ja, genau. Ja. Das können auch Ammoniak zum Beispiel, auch ein Tetraeder. Da ist dann aber ein nicht bindendes Elektron, ein Ligand, also was Angelagertes. Ansonsten treffen wir das in ganz vielen Molekülen immer wieder an. Und das ist auch wichtig beim Zeichnen. Also wenn ihr jetzt bei Molekülzeichnen so ein Kreuz malt, wird euch keiner da einen Strick draus drehen. Man kann es dreidimensional andeuten mit gestrichelt und so gepunkteten Linien. Genau, dann weiß jeder, was man meint. Also Keil und gestrichelt. So richtig gut funktionieren tut es meistens auf die Schnelle nicht. Auf die Schnelle auf keinen Fall. Nee, man kann es aber schon gut darstellen. Man kann es gut darstellen. Machbar ist das. So mit einer Ebene, die rauskommt aus dem Papier, eine Ebene, die reingeht. Aber auch das ist, glaube ich, besser mal mit einem Let's Draw oder ähnlichem. Ja. Dargestellt. Ja, wenn wir mal ein paar Moleküle zeichnen, dass man so ein bisschen, dass man so ein Gefühl bekommt für räumliche Anordnung. Ja, definitiv. Ja, das ist eine ganz feine Sache. Ich will, wir haben noch Zeit, wir haben noch irgendwie was über Tetraeder, ich weiß nicht. Können wir ein bisschen was singen dazu? Tetraeder. Tetraeder. Nun. Ich wüsste jetzt auch. Tetrapack? Also. Wieso heißt das nämlich Tetrapack? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, macht Sinn. Also, wenn du bei Geometrie bist, wenn du ein Tetraeder verdoppelst, wie heißt denn das Ding nochmal? Also ein Doppeltetraeder. Bei Pyramide ist es ein Oktaeder. Ja. Ist das ein Hexer? Ich habe keine Ahnung. Die Mathematiker schreiben das einmal in die Comments rein. Ich würde sagen, wir demütigen uns jetzt nicht weiter selbst. Genau, also wir buchen unser Ticket zum Tetraeder in, ich weiß gar nicht, wo der steht. Irgendwo im Ruhrgebiet. Ich war da mal, das ist voll peinlich gerade. Ja? Mhm. Ja gut, man kann sich ja nicht alles merken, Stefan. Genau. Ihr besucht den Tetraeder, schickt uns Fotos, ja. Das schönste Foto gewinnt. Grüße von Philipp uns. Philipp Putz für euch. Warum muss ich immer alles machen? Weil ich schneller bin als du. Scheiße. Okay. Auf Wiedersehen. Peace.